Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Ja, in der letzten Folge hat Luigi zum ersten Mal seine eigene Villa besucht, wurde dabei bereits allerdings sofort von Geistern heimgesucht, konnte jedoch mit Professor Igitt jemanden auffinden, der ihm bei diesen Geistern zu Hilfe stehen kann, und somit sind wir jetzt ausgestattet mit dem Schreckweg 0816, mit dem wir die Geister einfangen können. Zu allem Überdruss wurde auch noch Mario in die ganze Sache involviert. Er ist nämlich vorher bereits angereist und wurde anscheinend von den Geistern entführt. Zumindest ließ er sich nicht mehr blicken, nachdem er angekommen war. Wir möchten der ganzen Sache auf die Spur kommen und suchen jetzt mit Luigi nach Mario. Wo soll's hingehen, Luigi? Wir gehen natürlich zur Villa zurück. Sei vorsichtig, Luigi, natürlich. Ja, ich bin in der neuen Aufnahmesession, habe tatsächlich in der ersten Aufnahmesession nur eine einzige Folge aufgenommen. Das war ursprünglich nicht so geplant gewesen, aber... ja, es geschah dann eben doch. So, Toad ist immer noch mit am Start. Bei ihm habe ich nämlich nochmal gespeichert am Ende. Kann er noch was für mich tun? Nun, mehr kann ich im Moment nicht für dich tun, das heißt... speichern. Ja, war jetzt eigentlich nicht notwendig, aber okay. So, wir gehen einfach mal wieder dorthin zurück, wo wir waren. Hier die Treppen hoch. Und dann hier durch die Tür. Wir hatten ja in der letzten Folge davon den Schlüssel gefunden, wenn ihr euch noch erinnert. Und ja, da gehen wir jetzt gleich mal durch die Tür, würde ich sagen. Oder haben wir hier noch irgendwas vergessen? Das können wir natürlich... oh ja, Tatsache. Da können wir ein bisschen Geld... glaube ich, einsammeln. Das machen wir doch mal gleich. So. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Stuhl? Nee. Kann man hier was machen? Ja, man kann ein bisschen an den Wänden klopfen, aber allzu viel bringt es dann auch wieder nicht. Hier kann man ja, konnte man ja die Kerzen ausmachen. Dadurch sind ja die Geister erschienen. Aber jetzt erscheinen hier keine mehr. So. Aber das hatten wir eigentlich schon, ne? Ne, ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr. Oh doch, hier war noch ein bisschen Geld. Okay. Na dann. Auch nichts. So, hier der Sessel. Ne. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal durch die Tür. Den Schlüssel haben wir ja. Und schauen, was uns hier erwartet. Oh oh. Tür öffnet sich. Oh. Vorzimmer. Oh, und ich muss erstmal wieder lernen, wie das Ganze funktioniert. Und offensichtlich... ah, okay. Ich hab's irgendwie hinbekommen. Ist halt echt irgendwie ziemlich schwierig. Ja, okay. Hier ein neuer Geist mit 20 Energiepunkten. Alles klar. So. Oh. Oh, oh, oh. Oh nein. Die können mich auch schlagen, während ich gerade am Einsaugen bin. Aua. Okay. Waren immer noch nicht alle. Oh oh. Können die nicht einfach mal... oh Gott. Nein, komm. Leute. Okay, ich schaff's nicht, Freunde. Oh, ich kann mir auch irgendwie gar nicht reden, weil ich mich so konzentrieren muss darauf. Es tut mir wirklich leid. Boah, ich weiß nicht, warum das ist. So. Wir haben alle Geister, zum Glück. Und wir gucken mal, ob hier noch irgendwas an Geld vorhanden ist.
Oh, oder ein Herz. Moment, ich glaube... Nee, okay. Es ist, glaube ich, so, dass wenn man wenig Energie hat und dann nach Mario ruft, dass sich dann Luigis Stimme irgendwie... Also, dass er ein bisschen anders ruft als normalerweise. Aber das ist, glaube ich, noch nicht der Fall, wenn man jetzt 80% Energie hat, so wie ich jetzt. So, mehr war jetzt hier nicht, ne? Okay. Dann können wir hier durch überhaupt? Ja, okay. Okay. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ach, Leute. Okay, das hat funktioniert. So, 95 Energie. Ah, okay. So, und da wirft einer Bananen. Das ist natürlich gar nicht cool. Aber auch ihn möchte ich einsaugen. So, komm schon her. Der hat 40 Energie. Na, wo bist du? Oh, jetzt bin ich auf der Bananenschale ausgerutscht. Nein. Okay. Na komm. Ja, okay. Diesmal hat es funktioniert. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Das waren immer noch nicht alle. Noch so einer. Okay. Oh nein, nicht jemanden anschauen. Oh Gott, ich bin überfordert, Leute. Hilfe. Nein. Warum funktioniert das nicht? Warum geht das nicht? Stelle ich mich echt so schlecht an? Das kann ja gar nicht sein. Okay. Okay, jetzt hat es funktioniert. Ich weiß nicht, weil ich näher dran war wahrscheinlich. Nein, nicht Bananenschale. Oh, okay, wir haben ihn. Gucken. Oh, da ist noch einer im Schrank. Oh, komm her, komm her, komm her. Oh, und ganz viel Geld kommt aus ihm raus. Das ist natürlich nice. Na los, her mit dem Geld. Alles meins. Ah, auch dort. Da oben die Münze, kriege ich die nicht? Nee. Achso, wir können auch die... bestimmen, wohin er leuchtet, okay. Wusste ich gar nicht. So, haben wir hier was? Ist hier noch ein Geist drin? Nö. Aber Geld. Okay. Vielleicht hier? Ja. Den holen wir doch auch noch gleich. Und das waren sie. Endlich. Oh, und da oben ist der Schlüssel gelandet. Hier direkt über der Garderobe. Dann holen wir ihn doch mal. Sehr schön. Ah, okay. Der Schlüssel ist für die linke Tür vom Foyer aus. Alles klar. Weil hier nach links kommen wir jetzt wahrscheinlich noch nicht. Haben wir jetzt hier alles untersucht ansonsten? Nein, da wollte ich gar nicht lang. Vorzimmer. Ankleidezimmer. Wahrscheinlich schon. Okay, können wir hier durch? Oh, tatsächlich. Toad. Schon wieder. Hallo. Mario, wo bist du nur? Was, Luigi? Oh ja, Luigi, zum Glück hast du mich gefunden. Da fühle ich mich gleich viel wohler. Bitte, 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 du musst Mario retten. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag er stecken?
Ja, natürlich. Und dann wahrscheinlich speicherst du wieder für mich, oder? Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann speichern. Okay, danke schön. Können wir hier noch was machen? Nee, jetzt nicht wirklich. Hier sehen wir bereits, dort unten scheint ein Friedhof zu sein. Und vielleicht kommen wir da ja später auch noch mal hin. So, wir sind jetzt hier. Und der Friedhof ist dann da unten im Erdgeschoss. Okay, gut. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Foyer, denn dort hat sich eine neue Tür für uns geöffnet. Da können wir ja einfach mal durchgehen. So, hier geht's lang. Und dann hier lang. So. Ist hier wieder irgendwas jetzt? Nee. Nichts. Hä? Nanu? Ein Anruf. Moment mal, Luigi. Ich bin's, Professor Igitt. Ich halte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die dir bisher untergekommen sind. Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so, ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Knopf drücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkte hin zu untersuchen. Manchmal erfährst du so, wie du sie am besten überrascht. Also Luigi, ich drück dir alle Daumen, die ich habe. X soll ich drücken, okay. Gut. Hatten wir hier noch irgendwas? Nee. Ich werde es mal versuchen. Erstmal wieder den Schlüssel rein. Eigentlich hat er jetzt abgeschlossen, ne? Und nicht aufgeschlossen. Aber ist egal. Oh, und hier sind Münzen verteilt. Die sammeln wir doch einfach mal ein, ne? Und führen hier hin, zu dieser Tür. Oh, Mäuse. Moment. Zack. Geistermäuse. Gibt's ja auch. Okay, wo wollen wir denn mal durchgehen? In die Tür her als erstes. Ah ja, die ist auch gar nicht verschlossen anscheinend. Also es sind nur die verschlossen, wo dieses Schloss abgebildet ist, glaube ich. Also so wie es scheint. Gehen wir doch einfach mal hier durch. So, wo sind wir hier? Im Arbeitszimmer. Oh. Und hier fliegen Bücher und noch ein Geist. Aber tatsächlich mal ein besonderer. So wie Professor Igitt uns das gesagt hat. Okay, Wir sehen auch hier seinen Schatten, oder? Nee. Nee, das ist nur der Schatten des Stuhles. Okay, mal gucken. Haben wir hier noch ein paar Sachen, die wir untersuchen können? Vorher. Da scheint uns ja nichts zu tun. Da liegt ein Rätselbuch. Willst du es lesen? Na, warum nicht? Wo immer Menschen ihre Kreise ziehen, tauchen Rätsel auf. Sich von ihnen abzuwenden, führt jedoch nie zu ihrer Lösung. Anstelle ihnen den Rücken zu kehren, sollte man einen anderen Blickwinkel verfolgen. Nicht selten öffnet sich ein neuer Pfad, der zur Lösung des Rätsels führt. Okay. Sonst noch was? Du hast Ramons Riesenbaby-Ratgeber gefunden. Okay, möchtest du ihn lesen? Klar, warum nicht? Mein dritter Sohn ist immer noch ein Kleinkind. Als ob das nicht schon seltsam genug wäre, fallen ihm die bösesten Scherze ein, ganz im Gegensatz zu den beiden anderen. Denn diese beiden Zwillinge, sie haben eine Heidenangst vor Feuer, Wasser, Kälte und Wind. Nun, sie zittern regelrecht vor Angst, wenn sie einer dieser elementaren Kräfte ausgesetzt sind. Manchmal denke ich gar, sie verhalten sich weitaus kindischer als ihr kleines Brüderchen. Okay, das hat sicherlich noch irgendwas zu bedeuten. Im späteren Verlauf haben wir hier noch was. Dort liegt ein Buch mit dem Titel Die käsehafte Anziehungskraft der Dunkelheit. Möchtest du es lesen? Na klar. Die Dunkelheit übt auf Geistermäuse eine vergleichbare Wirkung aus wie Käse auf echte Mäuse. In der Dunkelheit strahlen sie eine goldene Aura der Zufriedenheit aus.
Ich muss versuchen, noch vor der Morgendämmerung möglichst nah an eine heranzugelangen. Gezeichnet Gerd Gauder. Okay. Haben wir noch was? Nee, nur wieder die käsehafte Anziehungskraft. Okay. Nein. Das haben wir schon gelesen. War hier jetzt eigentlich noch was? Weil hier waren ja auch mehrere Bücher in einem Regal. Ach so, nee, das zweite Buch war hier im zweiten Regal, ne? Ah, verstehe, okay. Mal gucken, haben wir dann hier vielleicht noch was? Du hast das Buch des Perikles gefunden. Möchtest du es lesen? Na klar. Es gibt spirituelle Wesen, die als elementare Geister bekannt sind. Sie kommen in den Elementen Feuer, Wasser und Eis vor, die den Großteil unserer Welt bilden. Um dieser Elemente Herr zu werden, muss man im Besitz einer Elementmünze sein. Es ist im Bereich des Möglichen, dass elementare Geister nur dem Träger einer solchen Münze sichtbar werden. Ja, von den Elementmünzen haben wir auch schon erfahren, auf der Rückseite der Spielehülle. Mal gucken, haben wir hier noch was? Du hast Igits Geisterfibel gefunden. Okay, warum hat er denn seine Bücher dort reingetan? Alles klar. Möchtest du sie lesen? Ja. Geneigte Leser, sicherlich hatten auch Sie schon mal ein Problem mit Geistern, die sich wahrscheinlich nicht ohne weiteres erschrecken lassen, richtig? Sie verfügen über einen enormen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, sich vor Lichteinfall zu schützen. Was also, verehrte Leserschaft, wenn man von eben jenen Astralgestalten aufs Heftigste bedrängt wird? Geht Ihnen ein Lichtlein auf? Nun, zunächst einmal sucht man nach einem Hintertürchen. Eine Möglichkeit, sie in einem unerwarteten Moment zu erwischen und aus dem Konzept zu bringen. Zeigt ein Gespenst sein Herz, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den kleinen Racker dingfest zu machen. Lassen Sie sich von mir versichern, dass ich auf diese Weise bereits Dutzende von Geistern fangen konnte. Alles klar. Mal schauen, haben wir hier noch was? Du hast Rolands Kinderpflegejournal gefunden. Möchtest du es lesen? Ja. Für Geister ihres Alters sind die Zwillinge auffallend schüchtern. Kürzlich sind sie sogar verschwunden, um ihren Zimmerschlüssel fernab ihres Zimmers in dieser Villa zu verstecken. Sie rauben mir den letzten Nerv. Sie sind förmlich ausgerastet, als ich ihr Hubschrauber-Mobile bewegt habe. Die geistige Jugend heutzutage. Wer durchblickt schon, was in ihren Köpfen vor sich geht? Ja, die geistige Jugend, so sieht's aus. So, können wir hier noch was machen? Können auch jede Wand tatsächlich untersuchen. Ob das von Erfolg gekrönt ist, ist eine andere Frage, aber man kann es. So. Oh, hier ist ein Geist. Huch. Okay, der kann sich aber sehr schnell bewegen. Moment. Boah, die Steuerung ist irgendwie. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Control-Stick-Steuerung invertiert ist. Das bin ich irgendwie nicht so ganz gewöhnt. Kann ich hier was machen? Nee. So, dann machen wir uns doch mal an diesen Geist. Weil wir sehen ja, wenn ich ihn anleuchte, dann passiert da nichts. Was muss ich also tun? Ich glaube, ich weiß es noch. Genau. Ja, so oder so ähnlich. Wenn ich es denn schaffen würde, aber ich kann es nicht. Also, wenn er geht, dann müssen wir ihn angreifen, quasi. Aber ich habe es schon wieder vergeigt. Okay. Ach so. Okay, perfekt. So, jetzt haben wir ihn. Er hat tatsächlich 100 Energiepunkte. Und ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Da ist ein Giftpilz. Und natürlich, ich habe ihn eingesammelt. So, hier haben wir ziemlich wertvolle Kugeln. Die sollten wir natürlich auch einsammeln nach Möglichkeit. Wir haben 5 schon gesammelt. Okay, ich versuche es nochmal. Okay. Ich habe ihn nochmal gekriegt. So, 30 Punkte hat er noch. Ungefähr. Irgendwie kommt mir das so langsam vor. Ich bin gerade hier einsammeln, aber. Da
wirklich andere Möglichkeit fällt mir jetzt auch nicht ein. So, wir sammeln noch die Kugeln ein. So, hier ist auch noch eine. Und eine Kiste haben wir bekommen. Mal schauen, Schlüssel? Ja. Sehr schön. Okay, führt dorthin. In die nächste Tür, alles klar. Gut. Ich würde aber mal sagen, das war's mit der zweiten Folge von Luigi's Mansion. Wie gesagt, ich war jetzt wieder in einer neuen Aufnahmesession, deswegen hatte ich mein bisschen was an Übungen jetzt schon wieder verloren von der ersten Folge. Aber es war auch eigentlich nicht geplant gewesen, dass ich nur eine Folge aufnehme in der ersten Aufnahmesession, aber es hatte sich dann leider so ergeben. Das war nicht wirklich gewollt gewesen. Aber ich glaube, jetzt werde ich ein paar mehr Folgen hintereinander aufnehmen. Hoffentlich zumindest. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter, wo ich dann hier in diesen Raum dort links gehen werde, wo wir den Schlüssel bekommen haben. Denn ich denke mal, in diesem Raum hier haben wir alles geholt. Ich habe ja auch schon alles untersucht. Ja, ich bedanke mich fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Luigi's Mansion und ciao.